Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel, und heute geht es weiter. Wir wollen schauen, dass wir ein paar Burgelchips kriegen, und wenn es nur einer ist, das wäre toll. Nochmal danke an den Marcel. Sehr nette Kommentare, und er hat mich darauf hingewiesen, ich sollte doch vielleicht mal die Ansicht hier ändern. Und hat mir das in der Belegung angeguckt und es ist die Taste U. Gut, ja. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann... Da hinter dem Zelt, es bewegt sich was. Da ist doch bestimmt... Ja, eine Riesenspinne. Seht ihr das rechts oben? Uiuiui. Okay, gut. Ja, ich hoffe, wir sind hier erstmal sicher. Dann schauen wir mal, wie es aussieht mit der Analyse. Okay, zwei Stück könnten wir jetzt schon wieder analysieren. Haben allerdings noch gar nichts. Naja, gut. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wo ist denn der Chip? Oder der nächstliegende Chip? Und was ich beim letzten Mal übersehen habe, ist erst einmal, dass hier oben ja auch noch zwei sind, die ich ja bei der Aufnahme total übersehen habe. Ich hatte ursprünglich den hier im Visier, dann versehentlich verlaufen, dann wollte ich dorthin, das hier hat nicht geklappt. Und ja, da bin ich gestorben. Okay. Ja, ich hatte mir überlegt, ich versuche einfach mal irgendwie was zu erreichen, indem ich... Wo bin ich jetzt gerade? Moment, ach ja, da. Gut. Indem ich vielleicht einfach mal den Weg hier nehme und währenddessen weiterhin Ameisenrüstung farme und... Ja, gut. Okay, Karte haben wir gesehen. Gut, und jetzt noch die Position. Wo sind wir da? Und ich müsste dann in etwa die Richtung, nehme ich an. Nein, zu weit. Die. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, dann werden wir das auch tun. Denn der Marcel sagte mir auch, da sollte ich vielleicht besser nicht hin. Denn dort sind... wieder ein Käfer. Ja, da sind die Ameisen, das heißt Kriegerameisen. Und ja, ohne die Rüstung werde ich dort einfach nur sterben. Ich habe lange überlegt, ob ich einfach mal versuche, mich durchzusterben, wie ich es auch in anderen Spielen hin und wieder mal mache. Wenn die Rüstung nicht... nicht doch hauen. Wenn die Rüstung nicht passt und irgendwie man will da doch durch, kann man machen, muss man nicht. Ich hatte also wirklich bis eben gerade noch überlegt, ob ich das mache oder einfach einen anderen Chip nehme. Und jetzt zwischendurch Karte gucken. Ja, die Richtung passt leider nicht. Dahin. Es liegt ja allerdings ein Ast. Oder ist das eine Wurzel? Ne, wahrscheinlich eher eine Wurzel. Ja gut, okay. Dann gucken wir mal. Ja, Marcel meinte auch, ich hätte beim Bogel selbst unten einen übersehen. Ich meine nicht. Also einen hatte ich da unten auf jeden Fall gefunden, das stimmt. Den hatte ich ja auch schon beim Bogel eingesetzt. Und dafür Punkte bekommen. Ich glaube 100 waren es. Und ich hörte da gerade Musik. Nein, immer noch. Moment, erstmal gucken. Ja, wir sind fast da. So. Ja, ansonsten, Marcel hat sich inzwischen auch auf meinen Discord eingefunden. Sehr schön, wunderbar. Ah, da ist er noch. Ja, wir haben einen. Wo ist er? Komm. Ja. Okay, super. Na, das war ja einfach. Okay, wo ist der nächste? Kriegen wir noch einen? Einen schnellen Versuch machen wir hier noch. Und... wo muss ich hin? Andere Richtung? Zu weit? Ah, naja, gut, okay. In die Richtung etwa. Gut, dann machen wir das doch. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das? Sieht irgendwie... Naja, irgendwas ist ja... Ah, Farbe! Da sehe ich Farbtöpfe, das müsste Farbe sein. Ja, genau. Joa, auch schön gemacht. Jo. Hauptsache, wir bleiben hier nicht stecken oder so. Und weiter geht's. Ich sollte vielleicht mal auf den Speer... Boah, eine Spinne. Nein, 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 nein. Weg. Oh. Wo ist sie? Da hinten. Was? Oh, nein. Gar nicht... Ui. Gar nicht dran gedacht, dass es die Milben sind, die mich ja auch anspringen können. Was? Noch eine. Nein. Das war's wohl. Oh nein. Ja. Oh nö. Uff.
Respawn? Nee, 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 nee. Wir machen da weiter. Ja doch, wir müssen ja. Ja. Okay. Haben wir den Chip noch? Wir müssen den Chip doch noch haben. Oder? Inventar. Da ist er nicht zu sehen. Da vielleicht. Nee. Daten? Daten, da ist er. Ja. Wir haben ihn noch. Das ist schön. Oh. Uff. Okay. Schock. Purer Schock. Ja, wo bin ich gerade stehen geblieben? Achso, ja, Marcel ist also auf dem Discord, er hat sich dort auch eingefunden. Wunderbar, toller Typ. Wir haben uns auch schon längere Zeit unterhalten im Sprachchat. Ganz hervorragend, bringt sich super ein im Discord. Und bevor ich... Ah, ich muss ja den Rucksack noch holen. Ich bin ja überhaupt nicht... Ja gut, okay, da komme ich jetzt nicht lang. Bin ja überhaupt nicht ausgerüstet gerade. Gar nicht dran gedacht. Na gut. Ja, ich rede und übersehe einige Sachen, die ich dann auch später erst wieder sehe, wenn ich das Video dann bearbeite. Und dementsprechend... Na, nicht, dass ich hier auch wieder was übersehe. Aber mit der Spinne eben, das war ja vielleicht unfair. Also echt, fand ich nicht witzig. Boah, das ist auch so... das ist noch so weit. Da fehlen mir die Worte. Ohne Inventar, ohne alles müssen wir da jetzt hinkommen. Den nehme ich mit. Habe ich den jetzt? Na, egal. Glaub nicht. Oh, was ist das? Mir gar nicht sicher, ob dann Neuladen vielleicht besser gewesen wäre. In dem Falle. Den Speer haben wir doch jetzt bestimmt. Nee, den haben wir auch nicht dabei. Nee, nee, nee. Und. Ne? Achso, ja. Ausdauer. Aber wir haben es fast geschafft. Also dahin zu kommen zumindest. Oh, nein, 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 nein. Nicht da. Oh. Ein Misserfolg reicht pro Folge. Und den zweiten Chip, den hätte ich auch noch gerne, sofern ich da überhaupt hinkomme. Und. Also jetzt sind die normalen Ameisen wäre super, wenn. Ich höre schon wieder Musik. Irgendeine Gefahr ist doch hier schon wieder. Oder? Ja, auf jeden Fall, ich versuche erstmal die Ausrüstung bzw. die Rüstung zu bekommen, die ich brauche, um in das Ameisennest reinzukommen. Und die Eiche natürlich auch. So, da ist mein Rucksack. Alles wieder da, sehr schön. Und jetzt noch... Was ist das? Nein, ach, na klar. Ah, komm. Komm. Uff. Er schreckt mich doch nicht so. So. Okay. Hauptsache die Spinne kommt nicht auch noch. Ein Bombardierkäfer sehe ich da hinten. Und dem gehe ich vielleicht noch besser aus dem Weg. Bombardieren hört sich nicht so gut an. Ja, Karte. Karte ist gut. Okay. Da lang. Wahrscheinlich wird das wieder so eine Aktion, wo ich nicht drüber wegkomme. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Solange ich nicht sterbe. Ist das... Wieso ist das hier so dunstig? Und was klopft da? Oh. Ist hier irgendwas? Wir sind hier irgendwie in Gefahr. Ah, oh, schnell weg hier. Oh, 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 oh. Nicht schon wieder sterben. Das ist echt übel. Okay, die Luft wird wieder klarer. Eieiei. Gut. Na, da sind zu viele von denen. Ja, ich bin direkt darauf zugerannt. Ich weiß.
Lauf, lauf, Petey. Okay. Uff. Okay, der Chip da hinten, der fällt irgendwie aus. Da brauche ich scheinbar eine ganz andere Ausrüstung, aber egal. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zur... Was war das doch gleich? Eiche? Buche? Eiche. Natürlich, da liegen ja auch Eichen rum. Was war denn da? Jede Menge Kiesel. So, die nehmen wir gleich mal mit. Für irgendwas brauchen wir die bestimmt. Da ist wieder ein Zelt. Das ist doch super. Aber, ah doch, da. Was? Okay. Ja, nein, hier fällt mir gerade auf. Da, persönliches Lok 01. Im anderen Zelt hatte ich gesehen, da liegt nämlich auch so eine Kassette. Nehmen wir mal mit. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science... Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Household Liquids, Gels and Aerosols Division. That is where my PhD is going now. Kaminsky works here, and he's an idiot. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. Oh! I swear the ignorance around me is contagious. Does that normal teacher do anything? No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. So, nochmal schnell einen Schluck Kaffee genommen. Und ja, wir können wieder analysieren, aber wir haben noch gar nichts eingesteckt, oder? Nein. Schade. Schade, schade, schade. Ja. Was mache ich jetzt? Ne, wir gehen zur Eiche auf jeden Fall, ja. Das machen wir. Aber. Was ist das schon wieder? Ah! Oh nein, schon wieder so ein Laus. Nein, Milbe. Die lasse ich jetzt aus, die will ich nicht. Das muss ich jetzt nicht haben. Bin ich hier? Na komm. Oh nein, lauf. Lauf. Ich meine, ich kann nicht vor allen Gefahren weglaufen, das ist mir schon klar. Allerdings würde ich schon ganz gerne irgendwo auch mal ankommen, wo ich es euch vorher gesagt habe. Und muss was essen. Und langsam sollte ich mich vielleicht irgendwie mal verarzten. Ah, hier nicht. Nein. Da. So. Ich glaube nicht, dass ich das hier machen sollte. Nein. Ich sollte irgendwo in Sicherheit sein. Ich denke, das ist die bessere Idee. Aber ich laufe ja völlig falsch. Mal wieder. Ich muss doch zur Explosion. Oh. Und dunkel wird es auch noch. Vielleicht sagt man, lauf, lauf. Nein. Nein. Das brauche ich jetzt nur wirklich nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Unfassbar. Lauf! Boah. Okay. Uff. Ja, tut mir leid, also... Das war echt ungeschickt. Mit Rucksack bin ich hier? Nein, Quatsch, das wird nur so angezeigt. Ich habe nichts wieder dabei. Was machen wir? Ach ja, erstmal gucken. Wo müssen wir hin? Dass ich so weit da oben bin? Wieso ist... Hä? Die Eiche ist doch hier unten. Da? Komisch. Jetzt liegt das Ding da hinten. Okay.
Auf jeden Fall ist die Gesundheit wieder in Ordnung. Das ist ja auch schön. Komm, wir sind doch hier schon mal hochgekommen. Na, also. So. Gut. Jo, ein Eichel. Ja, ohne Rucksack geht das nicht. Wir haben keinen Hammer. Okay. Also zweimal in einer Folge zu sterben, muss ich ja jetzt wirklich nicht haben, aber leider ist es passiert. Das ist... Boah, das ist doch eine Kriegerameise. Weg, 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 weg. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh nein, nicht dagegen laufen. So, Rucksack schnappen und ab zum Baum. So. Zur Eiche, nicht zum Baum, zur Eiche natürlich. Ui. Also nicht nochmal sterben. Man sagt immer, alles Gute ist 3, aber nein, das. Also da kann ich super drauf verzichten. Echt. Zweimal so ein Schock. Uff. Ja, ansonsten hat Marcel noch rausgefunden, es gibt eine Möglichkeit, den Xbox Pass zu bekommen. Und zwar irgendwie über ein Microsoft-Konto geht das. Ihr müsst dort nur einiges... Und jetzt... Moment. Einige Fragen beantworten oder Aufgaben erledigen. Also Kleinigkeiten sollen das wohl sein. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wohl Xbox einen Monat kostenlos spielen. Also den Xbox Pass einen Monat kostenlos bekommen. Moment. Laufen wir denn richtig? Ja, es sieht irgendwie danach aus. Also die, von da sind wir doch gekommen. Naja. Wir gucken mal. Naja, auf jeden Fall sieht das hier relativ gut aus. Ja, ich werde das demnächst auch mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob das so okay ist. Allerdings, ich weiß nicht, also... Wenn Microsoft das so anbietet, warum denn nicht? Also wenn ihr ein Microsoft-Konto habt. Ja, genau, ein Microsoft-Konto. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnt hatte. Drum noch einmal gesagt. Ich denke mal, ich werde das demnächst wahrscheinlich mal ausprobieren. Hier bin ich doch völlig falsch, oder nicht? Wieso sehe ich eigentlich die Wegemarkierung nicht? Wo das Labor ist. Ist hier irgendwas? Habe ich irgendwas ausgeschaltet? Kann doch nicht sein. Ich habe da nur so drauf umgedrückt. Da, theoretisch bin ich hier richtig. Naja. Hier laufen wir mal. Ja, hier. Da haben wir doch eine Eichel. Und wo haben wir den Hammer? Nicht. Nicht eingelegt. Wo ist er? Da. Den Stein brauchen wir da nicht. Und die Axt packen wir noch da. Ja. Okay. So. Die drei. Die Eiche nehmen wir doch mit hier. Und da liegt noch eine. Ach ja, genau. Und die Eichen bestehen aus mehreren Teilen. Aha, Eichelbrocken auch noch. Gut. Ja. Also auch etwas, was ich übersehen hatte. Na komm schon, geh kaputt. Ach so, aufnehmen. Ah, Jay, guck doch mal genauer hin. Mein Gott. Kann doch nicht so schwierig sein. Bin ich hier? Oh, das ist doch nicht wahr. Weg hier. Nein, nein, nein. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Und... Komme ich da jetzt hoch oder nicht? Doch, hier. Und... Weiter geht's.
eine Ameise. Moment, den Speer. So. Eine Ameise. Ja, komm. Was ist hier los? Warum krieg ich die nicht? Komm. Komm. Warum stichst du nur ein, zwei Mal? Na gut, die haut ab. Na egal. Dann lassen wir die jetzt. Wo ist jetzt unser Bäumeli? Also unser Labor. Da leuchtet's. Da, jetzt. Jetzt wird's mir wieder angezeigt. Das ist doch super. Okay. Wie haben wir zum Analysieren? Und wenn wir was zum Analysieren haben, dann machen wir das doch gleich noch. Uff. Schnell, schnell, schnell. Den Chip müssen wir dem Vogel ja auch noch geben. Ja, das machen wir natürlich auch noch. So. Zwei waren es nur. Okay. Ja, schöne 20 Punkte wieder. Okay, Eichelbrustplatte. Ah, Gesichtsmaske, Eichel, Gesichtsmaske. Eichelbeinpanzer und Vorratskiste. Na gut, wunderbar. Dann schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Analysieren. Was? Lausatorpilz? Was ist das? Und schicke 20 Punkte wieder. Okay. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann kriegt Vogel auch seinen Chip. Und dann schauen wir mal, dass wir die Rüstung zusammengebastelt kriegen. Beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar Ameisen gefangen kriegen. Und dann würde ich sagen, nehmt doch noch ein Abo. Nehmt doch noch ein Abo mit. Ein schönes Kommentar, wie der Marcel das macht. Super. Weiter so, finde ich spitze. Und vielleicht noch einen kleinen Daumen hoch. Wäre auch sehr schön. Freue ich mich sehr. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.